Willkommen zurück hier bei Spider-Man Folge 27. Heute unterwegs im letzte Folge freigeschalteten Spider-Armor Anzug. Und ja. Heute wollte ich noch eine Nebenmission machen. Ah, jetzt kommen wir da hoch. Und dann befreien wir hier noch. Wo ist er denn jetzt? Heute haben viele Anrufer berichtet, dass entflohene Rikers-Stellvertreter die ganze Stadt entdeckt haben. Es gibt Sperrgebiete im Herbst. Geschwungene Linse, okay. Eine Dystopie aus den Filmen der 70er wird reagiert. Stromschlag? Das haben wir geschafft. Komm weg mit dir. Ja, hallo. Du bist an der... Hallo. Weg mit dir, komm. Weg mit dir, du Ding. Haben wir dann alle? Fast. So, ich habe auch geschafft. Weg mit dir. Proteste sind sinnvoll, aber vielleicht erst nach dem Ausnahmezustand. Genau. So, jetzt machen wir mal die Mission. Das ist, glaube ich, die Fombstone-Mission. Wollte ich jetzt unbedingt machen, weil die auch schon länger auf der Agenda steht. Das ist schon Folge 27, fällt mir auf. Also das Let's Play ist, geht ziemlich lang schon, aber es ist halt auch so ein cooles Let's Play. Es ist ja nicht so, dass mir jetzt langweilig wird dabei. Noch ein Verbrechen da unten. Hey. Ein paar Sträflinge. So tauscht man keine Versicherungsdaten aus. Spider-Man, lass die Männer los, wir brauchen Verstärkung. Ihr macht uns fertig, einer nach dem anderen. Schon, Mann. Warum? Lasst euch nicht von dem Zeug erwischen. Lasst uns abhauen. Vergesst Spider-Man. Schon, ne? So. Seht ihr euch keine Horrorfilme an? Wie ein Sack Flöhe hüten. Flöhe mit Haftstrafen. Flöhe mit Haftstrafen gefällt mir. Wer stresst denn da oben schon wieder, echt? Was soll mir wurscht sein? Irgendwann ist hier wieder Ruhe in New York. Einfach nur, weil ich dafür sorge. Ja, machen wir das halt auch noch, weil Verbrechermarken, ne? Oh, entlaufene Sträflinge, Feuer in der Mülltonne. Irgendwie gemütlich. Jungs, die Wachen in Rikers haben so eine Sehnsucht. Schon, ne? Tut das weh? Gut, ich habe eine Fähigkeit, die Schüsse abhält, aber keine Schläge, auch nicht schlecht. Hallo, oh, jetzt habe ich gar keine Übersicht gerade. Aus dem Gefängnis ausbrechen? Schon klar. Ein Motorrad klauen? Kein Problem. Gegen mich kämpfen? Nicht so ganz. Es läuft lauwarm das Bein runter, weil ich echt mal dringend auf Toilette muss, aber sonst geht's eigentlich. Unfair.
Aua. So, haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Die Stadt war schon lange nicht mehr so verkommen. Eigentlich noch nie. Eigentlich noch nie. So. Jetzt will ich aber mal zu meiner Nebenmission schwingen. Tombstone unterwegs. Machen wir mal. Bin ja gespannt, was uns da erwartet. Wird hoffentlich sau cool, Mann. Yay. Ja, es wird bestimmt cool. Die sind eigentlich immer ganz lustig, die Nebenmission. Schauen wir mal, wie der Tombi unterwegs ist. Ach, das beide Arme Mark 3. Schaut auch nicht schlecht aus. So richtig militärisch irgendwie auch. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Okay. Das stimmt, das war eine Mission, die MJ uns gegeben hat. Also wenn jetzt hier irgendwo der Doc rumschwirrt und total ignoriert und alles, dann komisch. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Ah, okay, wieder mal so eine Mission. Wo müssen wir hin? Dahin. Das braucht man 5er, ne? Okay. Ah, okay, wir haben es. Ah, okay. Ich check, wie ich es machen muss. Denke ich mal. Ja, ich muss erst hier so durch, dann da. Zusammen haben wir 6, 7 und ich habe minus 2, okay. Jetzt müssen wir dahin. So. Genau. Warte mal, wir haben ja eh ein Minus, genau. Easy. Okay. Das war leicht. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Die Rätsel sind nicht so knackig, ne? Man muss ein bisschen überlegen, was habe ich, was geht. Und dann ist es schnell gemacht. Na gut, der Peter, der ist ja auch ein Pfiffikus, ne? Der weiß ganz genau, was er da machen muss. Ich würde wahrscheinlich so ein Ding anschauen und sagen, ne, fuck off. Ich will das Telefonbuch und lass mir die Adresse von dem Typen geben. Aber das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Heutzutage googelst du ja. Okay, einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass wir beim... Macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Ja, ich habe es aber gar nicht gecheckt, dass wir zum Professor geschwungen sind, ne? Zum Labor vom Doc. Die Höhle des Bösen, Alter. Den der ja alle befreit hat. Vor ein paar Folgen. So. Hui, sehr schön. So, wir kommen ihm aber näher. Er bewegt sich aber, glaube ich, auch fort. Also ziemlich schnell sogar. Da wäre sogar noch ein Rucksack, aber gut, Rucksäcke fehlen auch nicht mehr so viele. Da haben wir ja schon mehr als die Hälfte. 39 oder 40 haben wir, glaube ich, inzwischen auch schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, wir müssen uns da ein bisschen beeilen. Es geht inzwischen. Hoppala. Da die roten Punkte wahrscheinlich. Naja. Da. Der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Aufhalten! Geschafft. Mist, es ist Spider-Man. Ruf schon, ne? Was denn? Oje, die ganze Bande ist da.
Okay, das war's schon. Sehr gut. Lass die nicht gewinnen! Sehr schön. Da kommt noch mal eine. Hallo, Alter! Ja. Bleib stehen! Ich mach's schnell! Okay, was ist mit dem los? Ich hab Angst. Erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Aber Ihnen geht's gut, Mister, ne? Ja, okay. Ja, viel Spaß da oben. Das ist der Gegenteil vom Springer, also von Selbstmördern. Das ist jemand, der erst am Boden liegt und dann nach oben steigt. Hm. Chemikalienbehälter, aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Weiß ich nicht. Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte man bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Schon, ne? Ah, abgeschlossen. Echt jetzt? Gut, dann machen wir mal unseren Rucksack hier. Ach, die Rucksäcke hier, ne? Hat mir irgendwo angezeigt? Nee. Ein paar Aufgaben. Könnte aber auch hier irgendwo sein, ne? Wo ist er denn jetzt? Na, ich weiß. Kannst du mich gern haben. Ach, da oben. Mal wieder wollte ein uniformierter Spider-Fanboy mich trollen, wie die jungen Leute sagen. Er behauptete, Spider-Man tue der Stadt etwas Gutes, indem er Lecks in Wassertürmen stopfe. Ich sag Ihnen mal, warum schon? Diese Spinne mit Spatzenhirn auf diesem Wasserturm war, Leute. Weil er das Wasserdrucksystem manipuliert hat. Er wurde zuvor gesehen, wie er an einem Regler war, den nur ausgebildete Arbeiter benutzen dürfen. Wach auf, Amerika! Spider-Man erschafft die Probleme, die er dann löst. Und dann sollen Sie ihn dafür bewundern. Und das Traurige ist, dass das viele auch tun. Zum Glück wissen Sie es besser. Dank mir. Ja, Jonah. Sei nicht immer so ein komischer Typ. Jetzt haben wir da noch eine Mission, ne? Fehlerdatei nicht gefunden? Hä? Ah, ist noch eine Mission. Sehr gut. Jetzt fahren wir mal mit der U-Bahn wieder. Kann man bestimmt mal machen in den unsicheren Zeiten. Ich glaube, zweimal fehlt noch und dann habe ich mein Achievement dafür. Ja, moin. Vor allem der Blick so. Weißt, er könnte zwar schlafen, aber die Augen sind offen. Zeigen es an, ey. Stör mich nicht, Digga. Ah, du bist es, okay. Jameson hat recht. Du ziehst deine Riesenshow ab, aber am Ende dürfen andere deinen Mist wegräumen. Wie kommen Sie jetzt darauf, Officer? Fisk wird davonkommen. Wohl eher nicht. Wir haben Jahrzehnte Beweise gegen den Dicken. Nicht mehr. Das Fahrzeug mit den Beweisen wurde überfallen. Diese Festplatten werden wir wohl nie mehr wiedersehen. So einfach kommt mir Willy nicht davon. Ich hol die Platten zurück. Und dann? Okay, nachdenken. Die Beweise haben RFID-Identifikationsmarkierungen. Wenn ich die verfolge, sollte ich die Festplatten finden. Ich muss mich beeilen. Dann schauen wir mal. Ich spotte immer über Jameson, aber seine ständigen Lästereien erreichen die Leute tatsächlich. Ich meine, Fisks Leute klauen die Festplatten und das ist dann meine Schuld? Schon. Aber jetzt ist vor allem wichtig, dass Fisk nicht damit davonkommt. Hui, 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 hui. So.
Come on. Seid ihr da? Da seid ihr doch. Na, wie süß. Gerade noch. Offenbar sind die Festplatten noch alle intakt. So, dann vermasseln wir Willy mal die Party. War ich hier nicht gerade? Ich weiß gar nicht. Dass der Boss echt im Knast sitzt. Mit diesen Superirren? Wenn die meinen, eine Zelle kann den Boss halten, kennen sie seine Anwälte nicht. Sehr gut. Haben wir noch jemanden, der böse ist? So. Schalten wir erstmal die oben wieder aus. Ganz so, wie sie es einfach gehört. Weißt du, brauchst einen neuen Podcast? Brauchst du einen neuen Podcast? Obwohl, apropos Podcast. Jano, gute Nacht. Meinst du? Alter. Wo ist denn der andere hin? Hallöchen. Ab an die Wand mit dir. Komm, nimm das. Das war's? Andere Leute verteidigen ihr neues Smartphone, Hertha. Das stimmt. Das stimmt übrigens. So, ich komme ohne Koffer und klappe besser dran. Perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch zum Revier Hell's Kitchen bringen. Na dann, auf zum Revier. Ich habe gedacht, die Thumbstone-Mission wird ein bisschen umfangreicher. Da kommt ihm sein Gefängnis-Bordeaux hoch. Aber gut, jetzt müssen wir mal schauen. Es kommt ja noch ein DLC irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, wann der kommt. Kommt der im Oktober schon? Oder kommt der ein bisschen später? Dabei bin ich auch gespannt, worum es dann geht. Was wir dann machen dürfen, können, müssen, sollen. Dürfen eher. Müssen tut ja gar nichts. Aber ich habe halt die Super-Duper Edition bestellt, deswegen ist er halt gleich mit dabei. Lohnt sich halt als Player meistens eher, weil er einfach Fist wirklich alles ich hab die am Start ist. Du wusstest zufällig, wo du sie finden würdest? Vielleicht arbeitest du ja tatsächlich für den Kingpin. Wow, echt jetzt? Ich klaue sie und bring sie dann zurück? Meint ihr Jungs echt, ich hab nichts Besseres zu tun? Oh-oh. Raketen! Entdeckung! Mit der Stress, hä? Hey, ist das nicht ein wenig übertrieben? Viel Spaß damit. Das war's. Die werfen uns entgegen, was sie haben. Ah, okay. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Alles wegen der Festplatten? Habt ihr noch nie was von der Cloud gehört? Und erst an mir vorbei, wenn sie euch wollen. Nehmen wir mal wieder ein paar schöne Gadgets. Wir machen Fortschritte. Weiter so. Schon, ne? Was das? Ne, das ist noch irgendwie. Eine Gangster-Fahrgemeinschaft? Immerhin ist Fist umweltfreundlich. Gangster-Uber. Ich würde dir das Maul stopfen. Nix da. Weiter.
Messer. Den Kontakt zum Dach verloren. Mist. Fisks Leute haben es wohl nach oben geschafft. Und dann, hoch da. Wo sind die Festplatten? Fahr zur Hölle. Wen treten da da? Treten einen unsichtbaren Polizisten auch nicht schlecht. Okay. Warte mal, war das gerade Elektro? Ne, das sind seine Ding gewesen, Elektroschocker, ne? Weil die so gelb waren wie bei Elektro. Spider-Man, tut mir leid, habt ihr Unrecht getan. Jameson soll zur Hölle fahren. Danke vielmals, Officer. Eins noch. Kommst du wirklich aus einer anderen Welt? Ja, sie heißt Queens. Bis dann. Sehr cool. Stufe 35. Gibt noch einen neuen Anzug jetzt, ne? Aber gut. Schaut's denn aus, punktemäßig. Weil ich habe jetzt... ja, wie soll ich sagen? Den Netzschwinger und den Novator-Baum schon mal vervollständigt. Mir fehlen jetzt noch 2, 4, 7, 10 Punkte. Ja, gut. Sehr schön. Schauen wir auf die Karte. Was haben wir denn da noch in der Nähe? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in der Folge, ja. Deswegen. Da hätten wir sogar noch ein Labor. Beziehungsweise da haben wir noch eine Nebenaufgabe. Ja, kommen wir mal die College-Freunde auf. Machen wir heute mal einen Tag der Nebenaufgaben. Tag der Nebenaufgaben. Haben wir da einfach auch mal ein paar abgeschlossen, aus denen geben wir gute Erfahrungspunkte und. Daher, warum nicht? So. Und dann werde ich mal in der nächsten Folge mit dem neuen Anzug. Kontrollpunkt verstanden. Erinnern Sie sich an Spider-Mans Gehilfin? Black Cat, kurvige Dame in Leder. Eine, die man nicht der Mutter vorstellt. Und dann... Achtung, so, machen wir es einfach mal fertig. Ein bisschen ausweichen, Fokus generieren. So, das Ding aus, mal weg hier. Mal, gib mir mal davon ein. Zack. Zack. Haha. Noch wer? Nein. Ich hab immer geahnt, dass die Säbeljungs Ärger bedeuten. Ja, schon, ne? Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass so teilweise Deutsch, teilweise Englisch reden. Die Passanten haben wir gerade wieder gehört. Aber gut. Finde ich jetzt halb so wild.
beginnt die Nebenmission. Machen wir die da auch nochmal. Quatsch, Freunde. Spider-Man, ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween-Party vermisst. Okay, wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schick dir, was ich gefunden habe. Schlau. Wie heißt du? Philip Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Sissi, Carlos hat gesucht. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Hier ist die Freiheitsstatue, also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel. Also mal schauen, bin ich auch in die richtige Richtung unterwegs? Fast. Da lang. So. Philipp, ich mache mich auf den Weg zum Aufnahmeort. Von wann ist es? Von vor einer halben Stunde. Cool, Heuristik. Hast du den Gesichtstracker selbst entwickelt? Ja, das ist meine Abschlussarbeit. Ich hoffe, ich krieg damit einen Job. Wenn das funktioniert, schreibe ich dir eine Empfehlung. Was? Von einer halben Stunde? Schau mal, wie hell es auf dem Foto war und schau mal, wie dunkel es jetzt ist. Ich meine, es geht gerade mal die Sonne aufgeführt oder gerade unter, aber das ist schon ein heftiger Unterschied, du. Sind auf einem guten Weg, ja. Freiheitsstatue selber ist da, gut. Ich glaube, Peter wird schon was sagen, wenn wir in der Nähe sind. Ich hoffe ich zumindest, sonst wird es eine Sucherei hier. Mit Carlos. Und diese Dachgärten gibt es ja hier nicht nur einmal, zweimal, sondern schon gefühlt tausendmal. So. Jetzt können wir mal gucken. Da ist die Freiheitsstatue. Von den Dachgärten. Sieht man da vielleicht schon von hier oben was? Eher noch weniger. Haben wir auf der Karte irgendwie was? Nee. Ich glaube, wir sind schon so vom Blickwinkel und allem richtig. Ungefähr. Hinter dem Gebäude war gerade was, was passen würde. Nee, doch nicht. Ja, ich weiß, dass ich den suchen soll. Blöd bloß, wenn ich keine Angaben habe. Hm, vielleicht da oben? Schauen wir mal. Ich weiß, jetzt zieht sich die Folge ein bisschen in die Länge, aber ey, ganz ehrlich, zwischen 30 und 40 Minuten ist doch normal bei dem Projekt. Sollen da was sein, Mann? Ganz ehrlich. Wo soll das denn sein? Ich habe sonst auch keinen anderen Anhaltspunkt, außer die Freiheitsstatue eigentlich, ne? Teil, dass es so ein großer Garten ist, aber wo? Vielleicht doch da oben noch? Ich sag mal so, wenn ich das Ding gefunden habe, dann ist es... Warte mal, was war da hinten? Ne, das ist nicht... Ist da hinten so eine Stelle beleuchtet, aber... Ne, Osborn-Labor, das interessiert aber nicht. Boah. Wenn du jetzt gar keine Angabe hast, macht das Ganze schon wieder ein bisschen trickier. Ja, das World Trade Center, da wird es nicht sein. Da oben auch nicht, oder? Hm. Es sieht halt nicht so wahnsinnig hoch aus. Ich meine, hier ist die Freiheitsstatue, ja. Irgendwo da hinter uns ist das Ganze. Aber es ist halt nicht ewig weit weg.
Das ist es. Es ist nicht so weit weg. Hm. Ein bisschen weiter hinten. Statue ist doch noch ein bisschen weiter weg. Man sieht aber auch keine anderen Gebäude oder so. Weißt du, dass du sagst, ey, das ist die Kuppel, die Kuppel, die Kuppel. Ja, so, das und das Dach. Schön, dass da hinten irgendwo brennt. Doch, hier oben. War ich hier oben nicht schon? Ich habe keine Ahnung. Die Statue wirkt noch weiter weg und nicht ganz so hoch. Ich sag mal, sind von der Richtung her da gut unterwegs. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal. Ich suche halt bloß diese zwei Pavillons, die man da so sieht. Das so das Auffälligste ist. Das man da hat. Aber hier sehe ich halt die Freiheitsstatue nun gar nicht, ne? Gut, ich sehe sie hier. Das ist doch noch ein bisschen weiter links wahrscheinlich. Ich sehe sie gar nicht. Wo ist die jetzt? Vielleicht doch irgendwo da oben noch? Also wenn es zu lang dauert, schneide ich. Jetzt schauen wir einfach mal. 2-3 Minuten gebe ich mir noch, bevor ich den Schnitt setze. So, ich muss halt ziemlich weit oben bleiben, ne? Aber das Gebiet kann man ja so ein bisschen eingrenzen. Die Frage ist weiterhin noch, wo ist der ganze Spaß? Da oben vielleicht? Ich sag mal, es ist kein ganz hohes Gebäude, aber auch kein ganz niedriges. Ein ganz niedriges geht ja gar nicht, zum Beispiel. Na, hier wäre es schön gewesen, wenn es wäre. Ich glaube, das ist zu weit weg, ne? Oh Mann, warum sehe ich denn da nichts? Ich glaube, das hier ist zu weit weg, der Abschnitt. Ich bin doch in einem der Gebäude da drüben. Schauen wir mal. Eieieiei. Freiheitsstatue ist hier. Jetzt sind wir wieder zu nah fast. World Trade Center wird es nicht sein, Mann. Ach ja. Wir können ja mal die Nebengebäude abchecken. Schön, dass das so eine grüne Sicht hat. Nicht schlecht. Freistatue ist hier. Das ist eine Baustelle. Auf dem Gebäude war ich aber auch schon. Oh Mann, hey. Hier war ich doch auch schon. Oder nicht? Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Schnitt und ich suche das Ganze mal.
Und sehen wir uns sofort wieder. So, Leute, ich glaube, ich hab's. Das sieht ganz nach dem aus. Ich habe meinen Marker gesetzt, weil ohne Internet das irgendwie nicht geschafft. Es war echt. Es war der falsche Blickwinkel, ne? Die benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Ach komm, Hotz. Komm schon. Judoka, zack, zack, zack. Jetzt kann man bloß mal meinen Marker da wegmachen, weil der war ja sehr hilfreich. Das Feuer breitet sich aus. Ich muss das beenden. Komm schon. Noch wer? Du hier. Der Arme. Aber gut. Das war der letzte. So, jetzt müssen wir bloß noch Carlos finden. Mr. Carlos. Was ist passiert? Alles war gut und dann nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Es ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Location so südlich ist, weil die Freiheitsstatue sah so weit weg aus, dass ich mich echt nur auf diesen Bereich konzentriert habe und halt nicht mal auch hier. Aber gut. Stufe 36 plus ein Fertigkeitspunkt, das war schön. Das freut mich. Und ja, ich überwache mal hier noch die Polizeiarbeit und ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was da gibt, natürlich ein Abo, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und dann geht es nächstes Mal auf jeden Fall auch wieder mit der Hauptmission weiter, um im neuen Anzug. Und bis dahin will ich sagen, mach's gut, servus und fertig.